Bonjour, die Herren. Bonjour. Herr Staatsminister, die sind natürlich vorsichtig optimistisch an die Reunion herangegangen. Die werden zuversichtlich, dass das Kind aufgeschlossen wird, wie das Stimmungslehrer läuft. Also die Stimmungslehrer wird nicht viel verbessert. Ich bleibe noch immer ein Optimist. Aber ich sehe einfach, dass Meinungen weit auseinanderliegen. Da, wo ich der Meinung bin, dass wir ein ambitiöses europäisches Projekt brauchen, habe ich auch eine Reihe von Ländern, die der Meinung sind, dass wir den globalen Package nicht sollen, steuern und Kontrakt noch viel reduzieren. Es sind Kollegen, die wollen bei der Fondsrepublik nach Europa gehen, die wollen bei den Kontributionen nach Europa gehen. Es sind andere Leute, die wollen bei den Fonds Europa gehen. Es geht nicht ab. Das heißt, oder es gibt Wasser an der Weg geschoben, dann nur in den nächsten Stunden für einen Kompromiss zu kommen, für ein ambitiöses Europa zu holen. Oder dass noch immer eine bisschen Mentalität, wo ich immer mit der Rechenmaschine geguckt werde, herausschlagen kann. Aber diese Logik ist wenig bewegt? Also, ich will eine Menge bilateral, das ist halber fünf. Ich weiß, da sind nicht mehr viel drin. Wie gesagt, im Moment sind die V-Feier, also wir haben den V-Feier, die W-Feier, den F-Feier, die schenken, die Frugal-Feier, schenken da nach einer Position zu, die erst zurückgeht, vis-à-vis von dem, was die letzte ich auch diskutiert Ginas. Ich schlage uns als Punkt neben auf hier gehoben, dass man, wie gesagt, noch immer ein Paket global geliefert, die soll ambitiös sein und dann Funktionspublik, die funktioniert. Aber auch eine Rechtsstaatlichkeit daneben in Europa, was soll funktionieren. Und da ist nicht kein Sinn, dass in das alles abgeht. Wie geht es auf Ihren? Also, das. Um 10 Uhr gesehen wir heißt, du wirst dann den Herr Michel den Rapport machen über die Diskussion, die er hat, die bilaterale, die er organisiert hat, mit Verengen. Und dann muss man eben eine tolle Tabel machen. Heute werden wir nach Fanmeren gemeinsam nennen oder nicht. Oder ist es nicht besser, wir machen den Schluss für heute an der Gesimmerreise an nächste Woche zurück. Auf jeden Fall, neues leidet nicht, wenn ein Schnitt eins geht. Wir wissen, wenn Europa es bringt. Ich meine, verschiedene Leute haben schon vergessen. Wie wird das einfach auch, wie wird die Stunden hier erlebt? Aber getrennte Wehr, also getrennte Wehr, einfach nur nicht philosophisch gesehen, mit das Schritt vor Ihnen, wir wurden sehr fertig mit der Plenäre, da sind wir ein bilaterales Gespräch, da kommt das Hecht von halber Acht oder Erdauer un, wurden die letzte Großreunion fertig. Und du siehst mal getrennte Wehrgänge am Sinn, dass ich für ihn tun, den in ein Restaurant gegangen ist, also Rupgänge, seine Reunion soll. Und das heißt, los sind eben bilateralen organisiert, vom Jean-Michel, wo eben geguckt, in der Position von den Mengen von den anderen, also ein Logik drin, so gemeinsam miteinander zu fanden. Und es ist nicht gagnier, also das ist noch ein weiter Weg. Aber wie gesagt, wir können nicht den Bürger so und wir müssen sie verstehen und wir wollen Ambitionen haben. Wir wollen als Meier nicht gehen, weder materiell noch personalmäßig. Wir gehören zu denen, die Ambitionen in Europa wollen. Das ist nicht für ihre andere Mittendech. Die kennt Jean-Michel relativ gut. Wie hat er ihn erlebt? Und das noch immer voller Energie. Also ich habe den Logist gesehen, ich meine, dass Jean-Michel als Gewinner an der Belge lange Verhandlungsnüchten matt zu machen. Aber wie gesagt, hat man gesagt, dass keine einfache Situation auch raus. Und hier wird alles mehr Luft, um in gemeinsamen Nenner zu kommen. Aber wie gesagt, es ist nicht so facile. Also das ist keine einfache Herrschaft. Dann haut man eigentlich dabei raus. Wie kann es da weitergehen? Muss ja aber irgendein aufgeschlossen gehen, bis bleibt Zeit bis April? Oder? Also, bis für nicht spätestens. Ne? Mit dem Europaparlament muss ja auch nach Martin diskutiert gehen. Ne? Ich meine, da ist auch noch eine Diskussion, die muss stattfinden. Wir können nicht so und so und so. Das muss so bleiben. Das heißt, du gehst nach Diskussionen weiter. Ich meine, dass dann, wann ich hoffe, dass, also, wie gesagt, ich gehe und den Monitor ist gefreut, ich gehe zu den Optimisten immer. Und solange ein Optimistisch bleibt, dann geht er noch alles, für das ihn zu einer Lesung kommt. Aber das balanciert, muss so gehen. Also die Meinungen sind weit aus den Lohwand schon ins Bett gehen. Um 5 Uhr. 5 Stunden sind ich nicht hier und dann gucke ich, wie es mit den letzten Regierungs- und Staatschefen weiter diskutiert gehen. Also im Moment sind wir nicht bei einem Akkord. Also so gesagt, nicht d'accord, aus auf jeden Fall. Voilà. Merci. 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 Adieu.